Moin, liebe Top-Familie und auch liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, ihr habt, denke ich, hoffe ich schon, mein Video gesehen, meine Meinung zur WM in Katar. Da bin ich so auf ein paar Punkte eingegangen. Was einerseits gut, was andererseits aber deutlich nicht so gut ist. Falls ihr es nicht gesehen haben solltet, schaut euch das Video an. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich für diese Videos irgendwie und vielleicht auch in Zukunft so eine extra Playlist machen soll, muss ich zugeben. Ich habe zwar Fußballanalysen, aber da gehe ich ja eher auf Turniere ein. Und das hier sind ja so Special-Videos zu Fußball. So Fußballanalysen, Fußballmeinungen. Vielleicht habt ihr eine Idee, dann kann ich ja doch die beiden Videos ja nachträglich in diese Playlist packen. Jedenfalls ja. Ich bin hier auf der wunderschönen Seite transfermarkt.de, so gesehen meine Quelle für Fußball-News. Und es gibt hier einen Reiter und der heißt Mein WM-Kader. Das bedeutet, wir können hier tatsächlich, ja, ich bin hier schon auf zwei Länder gegangen, weil ich gucken wollte, wie das aussieht. Ich war auf den Niederlanden und habe mal so für mich das so gemacht. Außerdem auch hier natürlich Deutschland. Und ja, wir werden uns heute darum kümmern. Und mal gucken, welche Spieler nehme ich mit zur Weltmeisterschaft? Wenn ich Nationaltrainer wäre, welche Spieler würde ich mitnehmen? Tatsächlich wäre aber dahingehend natürlich erstmal interessant, nochmal mit welcher Formation auch natürlich Deutschland spielt, weil ich muss zugeben, ich habe die letzten, lasst mich jetzt nicht lügen. Ich glaube, die letzten zwei oder drei nicht geguckt. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Freundschaftsspiel am 16.11. sehe ich hier gerade. Spielt Deutschland gegen Oman. Ist sehr interessant. Also ja, Deutschland kann man sagen, spielt im 4-2-3-1 oder nennen wir es mal 4-1-1. 3-1, weil die 2, die ja so gesehen die 6 symbolisieren sollen, ist ja meistens eher eine 6 und eine 8. So von der Ausrichtung her. Aber okay, ja, klicken wir mal auf Deutschland und dann seht ihr schon Folgendes, weil ich ja wissen wollte, wie das aussieht. Wir haben hier jetzt eine Auswahl. Ja, hier ist ja immer das Problem, dass das hier sehr viel scrollt. Wartet mal eben kurz. So, ich habe das mal ein bisschen größer gemacht, weil sonst sind die Spieler so weit weg. Ja, wir sehen hier jetzt mal so gesehen die ersten, wie viel sind das? 3, 6, die ersten 12 Torhüter. Wenn wir hier auf weitere Laden gehen, dann sehen wir natürlich noch Torhüter wie zum Beispiel Alexander Meyer, der ja auch schon jetzt für Dortmund ja der Champions League und in der Bundesliga gespielt hat. Manuel Riemann, der Stammtorhüter ja von Bochum. Loris Karius, der bei Newcastle mittlerweile spielt. Lennart Grill von Union und so weiter. Hier ist auch ja Sven Ulreich. Wir konzentrieren uns aber mal auf diese 12, beziehungsweise gleich auf die erste Reihe hier. Weil, wenn wir von Torhüter sprechen, aus deutscher Sicht ist natürlich als erstes gesetzt Manuel Neuer. Also, ich denke mal, da streiten sich keine irgendwie 3, 4 Geister. Sag ich jetzt mal. Also Manuel Neuer sollte die Nummer 1 sein und Ter Stegen die 2. Obwohl es ja natürlich mit Barcelona nicht ganz so rund läuft. Zu diesem Zeitpunkt ist es tatsächlich so, müsst ihr wissen, spielt heute Abend Barcelona zu Hause gegen Bayern. Und boah, so eine Prognose, wenn ich die jetzt so abgeben müsste, boah, keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass Bayern irgendwie gewinnt. Weil irgendwie tut sich Barca schwer und auch gegen Bayern, keine Ahnung, 0-2 wie im Hinspiel oder 0-3 wäre mein Tipp irgendwie gefühlt. Keine Ahnung. Jedenfalls, also die beiden sind gesetzt. Als dritten Torwart, und ich denke, eigentlich muss man ihn auch mitnehmen, würde ich Kevin Trapp mitnehmen. Weil Kevin Trapp ist für mich gerade ein Spieler, der auf der Linie sehr stark ist. Der kommt nicht so raus, so wie ein Neuer oder Ter Stegen oder wie Neuer, sag ich mal. Er ist halt wirklich eher im 16er und gerade so im 1-1 stark. Bei Distanzschüssen und so sieht er nicht immer so gut aus. Aber Neuer, um ehrlich zu sein, auch nicht.
Jeder Torwart hat ja so seine Stärken, Schwächen. Jedenfalls aber, das sind die drei Torhüter, die ich mitnehmen würde. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wen würdet ihr mitnehmen? Was hättet ihr anders gemacht? So, gehen wir mal zur Abwehr. So, wir können ja erstmal hier ein paar Soldaten machen, wir mal so. So, haben wir jetzt erstmal eine sehr große Auswahl. So, wollen wir, ja, wie machen wir das? Machen wir es chronologisch? Sprechen wir erst über die Linksverteidigung? Kann man ja, oder? Ja. Sprechen wir erstmal über die Linksverteidigung. Wenn wir über die Linksverteidigung sprechen, dann muss auf jeden Fall ein David Raum mitgenommen werden. Ich denke, David Raum sollte schon fast gesetzt sein. Mich wundert, dass hier ein anderer Spieler nicht irgendwie auf der Linksverteidigerposition ist. Den ich da auch irgendwie sehe, dann als Ersatz, sage ich mal, zu David Raum. Ist der im Mittelfeld? Warte mal, ist der? Ja, Robin Gosens. Ich klicke den auch schon mal an, aus dem Grund, klar, er spielt bei Inter jetzt nicht so eine große Rolle. Ich weiß jetzt nicht, wer alles vor ihm steht. Mkhitaryan, glaube ich, ist ja sogar mehr gesetzt als ein Robin Gosens. Finde ich schade. Ich weiß aber, dass Vereine wie Leverkusen oder Frankfurt an ihm interessiert sind, ihn zu verpflichten. Das würde mich für ihn auch sehr freuen. Die beiden sehe ich aber so auf der Linksverteidigerposition. Raum als erstes und dann eben, mein Gott, und dann Gosens dahinter. So. Innenverteidigung. Ich mache das ja immer so, so für mich zumindest, wenn ich dann so einen Kader aufstelle und so Spielchen spiele und dann so irgendwie so, ja, Gedankenspiele mache und dann auf meinem Handy aufschreibe, dann gehe ich immer so von 23 Mann aus, und jede Position doppelt. Wir sehen ja, wir haben hier 26 Spieler, das heißt, wir können am Ende dann gucken, wie viele Spieler übrig sind und welche Alternativen noch wichtig sind. Also, ich denke, unumgänglich ist ein, oder unausweichlich ist ein Antonio Rüdiger. Den muss man mitnehmen. Antonio Rüdiger war schon bei Chelsea, finde ich, stark. Schade, dass man dann ja nicht mit ihnen irgendwie verlängert hat oder dass man sich nicht einigen konnte. Ich glaube, er ist ja bei Real Madrid leider kein Stammspieler, hat aber natürlich auch schon wichtige Tore da gemacht. Gegen Shakhtar Donetsk hat er getroffen. In der Liga, glaube ich, hat er ja auch schon getroffen. Von daher, ich hoffe, dass er mehr und mehr Stammspieler wird. Gemeinsam mit Alaba könnte das auf jeden Fall ein gutes Duo werden. Jetzt kommen wir jetzt zu zwei Spielern, die natürlich interessant sind. Weil ein Süle ist für mich jetzt nicht so beweglich. Ein Schlotterbeck ist für mich aktuell in dieser Saison nicht so stark wie letzte Saison bei Freiburg. Ein Schlotterbeck würde ich aber trotzdem erstmal eher mitnehmen. Aus dem Grund dadurch, dass er auch relativ jung ist, erst schon so an diesen Turnieren herangeführt werden soll und zukünftig dann ja auch eben solche Spiele für die Nationalelf dann eben ja führen soll. Ich würde auf jeden Fall ein Ginter mitnehmen. Ginter ist ja jetzt zu Freiburg zurückgekehrt, ablösefrei. In dem Sinne hat Freiburg alles richtig gemacht, wenn man ja für Schlotterbeck, boah, wie viel waren das? 25, 30 Millionen ja bekommen hat. Und Ginter ablösefrei, da hat man sehr viel richtig gemacht, wenn man das jetzt nur aufs Gehalt eben bezieht. Aber Ginter sollte da auch schon gesetzt sein. So, haben wir erstmal drei Innenverteidiger. Ich tue mich halt jetzt so bei Spielern schwer wie zum Beispiel Süle, Tah, Kehrer, Hummels. Das sind natürlich Innenverteidiger, aber irgendwie ist es irgendwie nicht so ganz für mich überzeugend gerade. Ich weiß nicht warum, aber ich tue mich irgendwie schwer. Das Ding ist aber, das wäre jetzt tatsächlich mal hier kurz interessant zu gucken. Er spielt ja bei West Ham. Wie gut spielt Thilo Kehrer aktuell bei West Ham? Und das würde mich tatsächlich mal sehr interessieren. Er hat erst zwei Spiele gemacht von möglichen vier in der Conference League, okay. Wie ist es aber in der Liga? Der Tweseschnitt. In der Liga. Wartet mal. Warum ist hier gerade nicht so eine Ansicht? Ah. 10 Spiele, davon 3 gelbe Karten, noch an keinem Tor
beteiligt. Startelf-Quote 100%, also er ist mittlerweile Stammspieler bei West Ham, wie es aussieht. Dadurch, dass er halt eben spielt in zum Beispiel zu anderen Spielern, hier zum Beispiel Bella Kotschap, der natürlich ein interessanter Mann ist, ich denke aber eher für die Zukunft, weil er ist ja jetzt ja gewechselt von Bochum nach Southampton, weiß nicht. Tino Kehrer würde ich dann auf jeden Fall auch mitnehmen. Wir können später ja nochmal gucken, ob wir über Süle, Hummels, ich glaube Hummels ist ja zurückgetreten, deswegen I don't know, irgendwie inwiefern er in Frage kommt, würde ich jetzt aber mal sagen, eher nein. Rechtsverteidigung. Rechtsverteidigung, finde ich, ist so eine kleine Baustelle von Deutschland. So eine kleine. Also, er ist halt schnell. Ridley Baku ist halt, finde ich, ein unheimlich schneller Spieler, der aber defensiv Defizite hat. Wen ich eher als Stammrechtsverteidiger sehe, ich denke mal, der wird im Mittelfeld hier aufgeführt sein, oder? Hier nicht. Da. Jonas Hofmann. Hat ja einige Spiele ja für Deutschland bestritten auf der Rechtsverteidigerposition. Und ich finde, dadurch, dass er eher offensiv ausgeprägt ist bei Gladbach, hat er es aber auf der Rechtsverteidigerposition relativ gut gemacht. Deswegen würde ich erstmal so mit denen gehen. Für die rechte Seite. So. Kommen wir jetzt zum Mittelfeld und Sturm gleichzeitig. So, wir brauchen starke Sechser, starke Achter und Zehner. Reden wir jetzt mal erstmal über diese drei Positionen. Da ist ein Kimmich unausweichlich. Ich finde seine Querpässe unheimlich stark. Gerade bei Bayern hat er so tolle Angriffe so auch vorbereitet. Ein Gündogan genauso hat auch schon in dieser Saison einige Tore vorbereitet, aber auch schon selbst gemacht, ist hier natürlich mehr eben der Achter im Gegensatz zu Kimmich, der ja eher der Sechser ist. Genauso wie Gündogan ist halt auch Goretzka, war natürlich am Anfang so ein bisschen ja geplagt eben mit Verletzungssorgen. Dennoch denke ich, wird er auf jeden Fall mitgenommen. So, wenn wir so über Sechser hier weiterhin sprechen, sind hier zumindest in diesen Reihen keine Spieler aufgeführt. So, Florian Neuhaus. Fühle ich irgendwie nicht. Ist mir ein bisschen zu schwach. Draxler spielt bei Benfica, ist aber mehr so eine offensive Option. Chan, Weigel ist ja von Benfica ausgeliehen, weiß ich nicht. Dem hierbei ist halt interessant, in dem Sinne, weil er halt auch ein Achter ist. Aber Deutschland braucht eher, finde ich, ein Sechser. Wer natürlich als Sechser ausgeprägt ist, und das merkt man im Spiel, aber so ein bisschen hin und her schwankt zwischen 6 und 8, ist für mich ein Pascal Groß bei Brighton. Wir haben Prömel bei Hoffenheim, der natürlich auch interessant ist. Eggestein, Suat Serdar, nee, fühle ich nicht. Der vorläufige Kader ist ja bekannt. Ich weiß, dass Rani Khedira auch nominiert wurde. Weiß nicht, fühle ich irgendwie nicht so ganz. Na, wie weit geht das hier runter? Ich fühle ansonsten so sechsermäßig keine Spieler, eher achtermäßig. Und das ist halt das Problem. Oh, das war's. Wir können keine weiteren Spieler laden. Oh, guck mal, hier ganz unten ist Toni Kroos. Ich habe mich schon gewundert. Guck mal, da ist ja Toni Kroos. Den braucht Deutschland auch. Ich denke, das wird sein letztes Turnier sein. Ist ja auch schon in einem gewissen Alter. Ich habe irgendwie gelesen, Ende der Saison irgendwie will er, oder heißt es irgendwie, sein Vertrag läuft ja, glaube ich, aus. Nicht, dass ich jetzt hier was Falsches sage. Ich gucke lieber mal eben und irgendwie England irgendwie oder Italien will er dann ja auch nochmal hin. Wenn wir hier mal ganz kurz gucken, läuft der Vertrag jetzt in der Saison aus? Ja, genau. Also nach dieser Saison läuft der Vertrag aus. Groß auf jeden Fall. Da haben wir so gesehen eher den Sechser, finde ich. Dann mit Goretzka und Gündogan so mehr dieser Achter.
natürlich noch ein Achter, eventuell, oder sagen wir jetzt erstmal, wir kümmern uns um die 10. Kümmern wir uns mal um die 10. Also ich denke, ein Müller wird mit dabei sein. Ist ja mehr so eben die Zehner-Rolle, die er dann ja einnimmt. Ich fand die WM 2010 stark, wo er halt eher so eine hängende Spitze war. Und ich hoffe, dass es auch eher so eine hängende Spitze ist als eine Zehner-Position, weil da hat Müller ja damals unglaublich stark gespielt und 5 Tore bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika gemacht. Auch aktuell wieder etwas stärker geworden ist natürlich ein Kai Havertz. Ich fühle irgendwie nicht diese Formation, die hat Deutschland ja auch mal ausprobiert. So dieses, ich sag mal, 4, 2, was war das? Ich muss mir ganz kurz überlegen. So, ja, 4, 2, 1, 3. Und dass dann so gesehen diese Außenflügelspieler mehr so hängende Spitzen waren, habe ich irgendwie nicht so ganz gefühlt. Aber jedenfalls, abgesehen davon, Kai Havertz auf jeden Fall auch mitnehmen. Musiala muss man eigentlich auch mitnehmen. Jung, dass er jetzt sein erstes großes Turnier spielt, war ja letztes Jahr zur EM nicht nominiert. Jetzt sollte er aber auf jeden Fall nominiert werden. Reden wir über die Flügel- und Stürmerposition. Das Problem ist, so einen richtigen Stoßstürmer hat Deutschland nicht. Das ist ja halt eben das größte Problem eben. Da würde ich halt eben so einen Müller fühlen, wenn der vielleicht mal eher im Sturm eingesetzt wird, weil das Problem ist bei Werner, Werner funktioniert für mich nur in einer Doppelspitze. Nicht, dass ich mich jetzt hier täusche, aber das Ding ist halt eben, wenn wir so ein bisschen die Spiele von Leipzig verfolgen, ist es so, dass Leipzig eher mit zwei Stürmern eben spielt. Und dort funktioniert Werner. So, wir gucken hier mal eben ganz kurz. Also die dürften ja mit zwei Stürmern spielen. Nicht, dass ich mich da jetzt. Ja, 4-2-3-1 breit, so ein bisschen halt eben. Werner kam rein. Für wen kam Werner jetzt rein? Gestern gegen Real Madrid. Kann ich jetzt hier nicht sehen. Wie gesagt, aber das Problem ist halt eben, Werner ist für mich nicht ein klassischer irgendwie Strafraumstürmer oder Stoßstürmer. Auf den Flügeln ist er stark, weil er eben schnell ist. Im Sturm funktioniert er nur als Doppelspitze. So. Lass ich erstmal kurz außen vor. Erstmal außen vor lassen. So, wen ich nehmen würde, sind natürlich Gnabry und Sané. Also, natürlich werden viele Bayern-Spieler nominiert werden, eben aus deutscher Sicht. Da spielen aber halt auch eben gute deutsche Nationalspieler. So, die sind auf den Außen halt auf jeden Fall gesetzt. So, gucken wir jetzt mal so und so hier so um, wer interessant wäre. Also, Reus. Immer mit sehr viel Verletzungspech geplagt. Lucas Metscher ist ein interessanter Mann, muss ich zugeben. Wolfsburg spielt halt aktuell nicht so einen guten Fußball. Aber so zukünftig für eine Stürmerposition, denke ich, sollte man Metscher so ein bisschen mal das Vertrauen schenken. Testspiele will Deutschland ja sehr viele bestreiten. Deutschland hat ja auf die Quali zur EM ja verzichtet. Wird ja nicht in einer Gruppe sein, wie ja zum Beispiel bei der letzten Europameisterschaft, ja zum Beispiel Frankreich. Da war ja die letzte Europameisterschaft. Also 2016, nicht die letzte, das war jetzt falsch ausgedrückt, aber jedenfalls 2016 war ja die Europameisterschaft hier in Frankreich. Und da hat Frankreich gesagt, wir wollen aber trotzdem die Europameisterschaftsquali spielen, waren dann ja in einer Gruppe. Aber Deutschland hat darauf verzichtet und wollen eher so Testspiele bestreiten. Finde ich gut. Und ich denke, das ist halt eben so diese Chance für Spieler wie zum Beispiel Metscher und Moukoko, sich da so ein bisschen auch aufzuspielen, weil ich glaube, das werden so die nächsten beiden sein, die sich da durchsetzen werden. Adeyemi würde ich auf jeden Fall mitnehmen, wenn wir jetzt mal so hier der Reihenfolge nachgehen, weil er für mich eine gewisse Schnelligkeit und Technik mitbringt, die man auf den Außen einsetzen kann, aber theoretisch die ja auch als Stürmer so ein bisschen, sag ich mal, nutzen kann. Boah, bei Brandt ist es so ein bisschen,
Der ist für mich stark, aber irgendwie ruft er nicht immer so sein Potenzial ab, finde ich. Lass ich erstmal ein bisschen außen vor. Volland, ich weiß tatsächlich nicht, wie gut Volland aktuell in Monaco spielt. Das wäre halt natürlich interessant, mal eben zu gucken, weil ich das überhaupt nicht weiß. Gucken wir mal. So, wie ist denn das? Er hat 3 Spiele von 12 erst gemacht für Monaco in dieser Saison. Und davon, in diesen 3 Spielen hat er ein Tor und eine Vorlage gemacht. In der Europa League hat er 2 Spiele gemacht. Aber wurde nur eingewechselt. In der Champions League Quali hat er mehr gespielt. Da hat er 2 von 2 Spielen gemacht. Boah, würde er öfter spielen, hätte ich voll gesagt, also wirklich, hätte ich voll gesagt, nominieren. Unter so einem Gesichtspunkt dann eher nicht. Arnold fühle ich nicht, Weigel. Boah, tue ich mich ein bisschen schwer. Aber jetzt komme ich jetzt zu 2 Spielern, die natürlich interessant sind. So, Moukoko und Füllkrug. Weil die Frage ist, schenkt man jetzt schon einem Spieler wie Moukoko das Vertrauen und man nominiert ihn und soll im Sturm eine Option sein? Es ist halt natürlich eine Weltmeisterschaft und natürlich musst du da die besten Spieler mitnehmen. So, und ich würde mich aus aktuellem Stand gegen Moukoko und für Werner entscheiden. Deswegen, das hake ich hier schon mal so ab, weil der muss erstmal so daran geführt werden. Er ist jung, klar, er hat ja auch schon einen gewissen Marktwert, aber das spiegelt nicht unbedingt wider eine gewisse Erfahrung oder, sag ich mal, eine Effizienz vom Tor. Klar, er war eben der Held ja eben im Revierderby gegen Schalke. Und er hat ja auch viele Einsatzminuten schon in dieser Saison gehabt. Viele von Beginn an, manchmal eingewechselt. Aber für mich reicht es noch nicht, zur Weltmeisterschaft mitzukommen. Bei Füllkrug ist es halt eben so, bei Bremen hat er halt eben einige Tore schon gemacht. Auch Tore vorbereitet. Und das finde ich ist halt eben auch wichtig so, wenn du da vorne bist. Die Frage ist, kann er aber solch eine Leistung abrufen, wenn er in der Nationalmannschaft spielt? Ich lasse ihn jetzt erstmal. Als nächstes interessant vor den Spielern hier in der Reihe ist natürlich Götze. Ich finde, der spielt bei Frankfurt gut auf. Letzte Saison bei Eindhoven, finde ich, war schon so eben diese Steigerung zur alten Zeit und jetzt bei Frankfurt spielt er gut auf. Ich würde ihn tatsächlich nominieren. Auch ein interessanter Mann ist Ansgar Knauf, jung. Ich weiß jetzt nicht, letzte Saison hat er viele Spiele für Frankfurt gemacht. In dieser Saison hat er daher auch auf den Flügeln so ein bisschen Konkurrenz. Wäre natürlich jetzt mal so tatsächlich zu gucken, weil ich tatsächlich überhaupt nicht weiß, wie viele Einsatzminuten er hat. Wäre mal interessant zu gucken. Ist ja leider nur ausgeliehen. Er hat 8 Spiele für Frankfurt bestritten, ein Tor vorbereitet. Boah, weiß jetzt nicht. Lass ich erstmal. Janelt, Thielmann, Diego Demme, Pascal Groß, Mukhtar, Eggestein, Serdar, Undav Pröbel, Luca Waldschmidt. Nee, leider nicht. Ja, Amiri weiß nicht, ob ich das so fühle. Jetzt sind wir schon bis ganz unten gegangen. Wir können ja mal von hier unten gehen. Wanner ist noch viel zu jung, das bringt gar nichts. Ist hier unten irgendwie ein Spieler, der interessant erstmal wäre, über den man reden kann? Ja gut, Philipp Tietz bei Darmstadt, natürlich spielt er da stark, aber das reicht für mich jetzt nicht als Überzeugung, dass er dann mit zur WM mitkommt. Genauso Haberer. Haberer, finde ich, spielt bei Union echt stark, aber für mich dann zu wenig. Für mich mehr ein Füllkrug als ein Duxch. Letzte Saison war es noch so 50-50 und da waren beide gemeinsam stark, aber So, wir haben aktuell 24 von 26 Spielern aber schon. Ich finde, das ist stark. Wie gesagt, Füllkrug würde ich lassen, weil ich den mehr fühle halt als ein Matcher aktuell, als ein Volland, als ein Moukoko.
Vielleicht auch so ein bisschen durch das Alter und weil er auch eine Erfahrung mitbringt. Gut, Volland, aber der spielt halt eben nicht. Das ist so der Unterschied. So, Reus, Brandt wäre noch so interessante Namen als Alternative. Draxler wird halt ein bisschen bei Benfica mal eingewechselt, aber als Benfica-Fan sage selbst ich, Draxler sollte nicht mitgenommen werden. Das ist ein bisschen zu unsicher. Gehen wir hier nochmal in die Abwehr und gucken. Naja, über Süle könnte man jetzt tatsächlich halt nachdenken und sagen, gut, nochmal ein erfahrener Mann, weil Rüdiger ist erfahren, Schlotterbeck jung, Kehrer so, ja, also, Weiß nicht, ich fühle Süle irgendwie nicht so zu 100%. Ich nehme ihn aber jetzt trotzdem mal mit, weil ich glaube, dass er auch mitgenommen wird. Andere Spieler hier fühle ich nicht. Und entweder Reus oder Brandt fühle ich so tatsächlich. Wirtz wird es ja leider nicht schaffen. Sehr gern hätte ich Wirtz nominiert, wenn ich ehrlich bin. Aber der ist verletzt. Der wird leider ja die Weltmeisterschaft verpassen. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Brandt und Reus, würde ich mich für Brandt entscheiden. Wenn ich Flick einschätze, glaube ich, würde er eher Reus mitnehmen. Aber weil das ja mein Kader ist, entscheide ich mich für Brandt und gehe auf Speichern. Ja, meine Lieben. Und dann sehen wir hier mein WM-Kader für Deutschland. Das heißt, wir haben Ter Stegen, Manu Neuer und Kevin Trapp fürs Tor. Für die Abwehr, da sind ein paar ja hier auch im Mittelfeldsturm, sag ich mal. Da haben wir Rüdiger, Süle, Schlotterbeck, Raum, Kehrer, Ginter, Baku, Gosens und Hofmann. Die beiden ziehen wir hier noch mit hinzu. Und im Mittelfeld und Sturm haben wir Kimmich, Musiala, Havertz, Müller, Goretzka, Gnabry, Sané, Gündogan, Werner, Adeyemi, Brandt, Füllkrug, Götze und Kroos. Und damit haben wir einen Kaderwert von 863 Millionen. Ja. Und hier ganz oben auch sehr interessant. Anzahl Ligen haben wir vier. Mal gucken. Wir haben die deutsche Liga. Wir haben die spanische Liga. Die englische. Und die italienische. Stimmt, Gosens. Altersschnitt ist 28. Man merkt natürlich auch, gewisse Spieler sind ja auch eben erfahren und bei anderen Ländern, glaube ich, wird es so verhältnismäßig jung sein. Dadurch, dass hier zum Beispiel Spieler wie zum Beispiel Vinicius Junior, Richarlison und Rodrigo, so die Brasilianer, ja auch relativ jung sind. Das wird, glaube ich, so zum Beispiel vom Kader, vom Altersschnitt jünger sein, denke ich, andere. Aber ich finde den Kader so stark. Schreibt mal gerne in die Kommentare, für welche Spieler von denen hättet ihr euch ebenfalls entschieden, für welche nicht. Und dann eben anstelle wen dann. Ja, und dann schreibt doch mal sehr gerne in die Kommentare, ob ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Wie gesagt, es gibt hier das mit allen Ländern. Bei ein paar würde ich es mir noch so zutrauen, so auch so eine neutrale Meinung darüber zu bilden, aber nicht über alle, wenn ich ehrlich bin. Weil ich kenne zwar dann die Spieler, aber mich dann so da hinein zu versetzen, ist dann schon wieder so was anderes. So aus Spaß, ja, aber jetzt so auf Ernst wie hier und aus, sag ich mal, von der Sachlichkeit, Objektivität her, ist das mein Kader. Aber wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wollt ihr mehr solcher Videos haben? Dann schreibt gerne auch, was für Videos wollt ihr mehr von sowas haben oder irgendwie Analysen. Soll ich eine Playlist extra dazu machen? Wie soll ich sie nennen? Wenn ihr euch mehr solcher Videos wünscht, könnt ihr mal sehr gerne Ideen in den Kommentaren dalassen. Ansonsten gebt doch dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Link ist in der Beschreibung zum selber ausprobieren. Und dann bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie und Fußballfreunde. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.